The plesiosaurus is one of the most iconic prehistoric marine reptiles. Its lengthy neck grants it an extended reach to strike its prey, making the plesiosaurus a highly effective and lethal aquatic hunter. Und das war der Species Field Guide von dem Plesiosaurus. Wir schauen ihn jetzt nochmal gemeinsam an. Der ist schon sehr cool. Also ich hatte ja schon mal bei dem Gameplay-Szenen, die wir schon gesehen hatten, gesagt, dass das echt cool aussieht hier mit den ganzen Schuppen und so auf der Haut. So ein bisschen aus wie eine Schlange. Auch hier sieht man das nochmal besonders gut auf der Flosse. Und die sind immer in sehr großen Gruppen anscheinend unterwegs. Ich habe das jetzt öfter schon gesehen, dass die ja wirklich mit 3 bis 5 Plesios in einem Becken sind. Also das ist schon echt cool. Grants it an extended reach to strike its prey, making the plesiosaurus a highly effective and lethal aquatic hunter. Da sehen wir den das erste Mal einen Fisch snacken. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es ein bisschen seltsam aussah. Also achtet mal in dem Moment, wo er dann so einrastet hier, kurz vor dem Fisch, bevor er den schluckt. Da sieht das so aus, als wenn das mega steif alles aussieht, also nicht so dynamisch. Habt ihr es gesehen? Also ich finde, das sieht noch ein bisschen seltsam aus. Das kann ruhig noch ein bisschen flinker und schöner aussehen von der Animation. Aber immerhin sehen wir jetzt schon mal diesen Fischfieder, wie der dann die Unterwasserlebewesen versorgt. Cooler Skin, den haben wir so noch nicht gesehen. So grünlich. Nicht schlecht, sieht auch cool aus. Und ja, das war's mit dem Species Field Guide von dem Plesiosaurus. Das Originalvideo ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schreibt mal eure Meinung zu dem Plesio in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.